Tja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auch unsere Kandidaten. Guten Abend, Frau Surbier. Guten Abend. Guten Abend, Herr Hacker. Guten Abend. Fühlen Sie sich im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte? Aber immer. Na gut, dann können wir anfangen. Herr Hacker, Ihr Spezialgebiet ist Rembrandt. Frage 1. Am 20.06.1630 erhält Rembrandt den Besuch eines Abgesandten der spanischen Krone. Wie hieß der Maler, der diesen Besuch erhielt? Rembrandt? Das ist richtig. 3560 Mark für Sie, Herr Hacker. Und nun zu Ihnen, Frau Surbier. In einem bekannten deutschen Schlager taucht folgende Zeile auf. Ist so kalt der Winter. Welche Jahreszeit wird in diesem Schlager besungen? Ägypten? Herr Hacker, zu Ihnen die nächste Frage. Bei einem Bild von Rembrandt wird die Frau des Malers als Göttin der Jagd dargestellt. Wie hieß der Mann der Frau des Malers? Welches Malers? Rembrandt? Absolut korrekt. Schon wieder 3.160 Mark für Sie. Also wenn das so weitergeht. Gut. Frau Surbier, wie heißt dieser Vogel? Walter? Nein, tut mir leid. Ach so, Sie meinen den Nachnamen. Nee, den weiß ich nicht. Herr Hacker, die letzte Frage für Sie. Das Haus, in dem Rembrandt 40 Jahre seines Lebens verbrachte, wurde nach seinem Tode nach einem Mann benannt, der darin einen Großteil seines Lebens verbrachte. Wie war der Name dieses Mannes? Ein Mann? Ja. Und der soll lange da gelebt haben? Im Rembrandt-Haus? Hat da denn noch jemand drin gewohnt? Hat er untervermietet? Wer? Ja, der Hauptmieter da, der Rembrandt. Absolut korrekt. Und damit sind Sie der Hauptgewinner des heutigen Abends. Und Sie, Frau Surbier, dürfen sich etwas wünschen. Ein Toaster, eine Blumenvase, so ein Kocher, so ein paar Schuhe, ein Fragezeichen, ein Doppelpunkt, ein Anführungszeichen oben. Und ich möchte eine französische Köchin, die uns ein französisches Gericht serviert.